Technikunterricht in der Grund- und Werkrealschule Taus im baden-württembergischen Backnang. Sebastian Menzel lötet an einem Schaltbrett. Löten, Schleifen, Metallarbeiten, das liegt den Schülern und soll sie auf den Beruf vorbereiten. Es gilt, die Anleitung zu verstehen und sie dann umzusetzen. Schlechte Noten können sie durch praktisches Wissen ausgleichen. Wir werden halt viel mehr auf den Beruf vorbereitet. Wir haben viel mehr Praktikas als andere Schulen. Wir werden auf Vorstellungsgespräche vorbereitet. Also ich habe halt ein Praktikum gemacht als Bäcker und es hat halt meinen Berufswunsch mehr bestärkt, weil ich halt gesehen habe, wie es ist. Gecoacht werden alle Schüler von ihm. Jobcoach Karl-Heinz Schulze sorgt dafür, dass keiner leer ausgeht. 100% seiner Schüler bekommen entweder eine Lehrstelle oder werden von einer weiterführenden Berufsschule akzeptiert. Hast du dich damit mal genauer befasst, was du da machen willst, was auf dich zukommt? Nee, nicht wirklich. Das Coaching beginnt schon in Klasse 8 mit dem Verfassen des Lebenslaufes. So wird den Schülern klar, dass ihr Abschluss zählt. Es wird schwieriger, allein durch das, dass die Betriebe immer höhere Ansprüche stellen und sagen, wer aus der Hauptschule rausgeht oder aus der Werkrealschule, sollte in den Hauptfächern Deutsch, Mathe, Englisch mindestens eine 2,0 mitbringen. Ab 2,5 wird es langsam kritisch. Und die Betriebe möchten diese Schüler dann nicht mehr haben. Anna weiß jetzt, was sie will. Auf einer weiterführenden Schule ihren Realschulabschluss machen und dann Erzieherin werden. Ich habe seit der 8. Klasse erst angefangen, überhaupt an mein Leben für später nachzudenken. Und jetzt weiß ich halt wenigstens ein bisschen meine Seite, halt, wohin ich möchte. Lebensnahes Lernen wird hier großgeschrieben. Statt Mathe im Klassenzimmer findet die Stunde über Flächenberechnung draußen statt. Nee, wir müssen erstmal die Breite zählen. Klasse 5 übt mit kreativen Methoden Länge mal Breite. Wenn man es selber fühlt und was man macht, dann kann man es ja besser sehen. Ich finde es besser, wenn man es selber ausprobiert, als in einem Buch und es dann halt nicht versteht. Ausprobieren, wie es sich anfühlt in einem Beruf, das können die Schüler in ihrer eigenen Firma. Seitdem es den Laden für Schulbedarf gibt, können viele noch besser rechnen. Denn die Geschäftsführer haften sogar mit 50 Euro Eigenkapital. Kalkulation, Einkauf und Marketing ist ihr Job. Es ist ein kleiner Anfang, sagen wir mal so, dass wir Einblick bekommen in die ganzen Angelegenheiten, wo man aber auch sieht, wenn man eine Einlage gibt, dass es kein Spiel ist, sondern dass es auch wirklich ernsthaft gemacht werden muss. Es ist immer ein Risiko da, wir können Gewinn machen, wir können aber genauso gut Verlust machen, was wir natürlich nicht hoffen und deswegen planen wir eigentlich auch. Schüler und Lehrer können hier mit Stolz behaupten, dass an ihrer Schule fürs Leben gelernt wird.